Hallöchen, Lootfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76. Wenn euch das Video gefällt, drückt gerne auf den Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar. Selbstverständlich dürft ihr das Video auch teilen, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und drückt die Glocke. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Gut. Wir haben Lou vorm Selbstmord erstmal bewahrt. Und jetzt geht's zurück zu Mac. Und wir sprechen über das weitere Vorgehen, um in Vault 79 zu kommen. Schnauze. Sonst. Oh, jetzt hat er sich ertappt gefühlt. Verstanden? Und ist sauer. Nur weil ich ihm zuhören wollte. Zeit, den Siedlern einen Besuch abzustatten. Schau mal, wer sich als nächstes unserer Illustren Crew anschließt. Mal gucken. Hey, Meg. Hey, 7-6. Das hat ja ziemlich lange gedauert. Ja. Machst du denn bei der Sache mit? Wir plaudern mal. Ja, Lou ist weggelaufen, um sich umzubringen. Ich habe ihn aufgehalten und dazu gebracht, uns stattdessen zu helfen. Warte mal. Lou ist suizidgefährdet? Ja. Zur Hölle mit diesem Lärm. Lou ist ein guter Mann. Er und ich müssen uns mal aussprechen und sehen, ob er wieder wird und ob wir ihm irgendwie helfen können. Ich weiß, dass viele Leute ihrem Leben nach dem Krieg ein Ende gesetzt haben. Meine Mutter auch. Die Welt ist deprimierend, ja. Aber wir müssen überleben. Das ist unser Wesen. Und wenn wir es schaffen, gehen wir stärker daraus hervor denn je, klar? Naja, klar. Lou war schon immer mürrisch, aber in meinen Augen nie lebensmüde. Tja, man steckt nicht drin. Ich kümmere mich um ihn. Danke. Bitte. Er hat Angst, dass er wild werden und Leute in Crater verletzen könnte. Das ist lächerlich. Ich habe noch nie einen Ghoul durchdrehen sehen. Wir hätten ihn auch nicht hier, wenn es riskant wäre. Okay, ich rede mit ihm. Du kümmerst dich um den Vault, klar? Klar. Okay, ich habe über diese Pläne nachgedacht. Das Ding ist extrem gesichert. Wenn Lou uns reingebracht hat, werden wir auf Widerstand treffen. Sie werden uns nicht einfach so Beute machen lassen. Also brauchen wir dicke Waffen. Die kann uns Gale besorgen. Gale ist die große Mutantin, die du vielleicht schon gesehen hast. Hat immer die kleine Rara im Schlepptau. Seit Rara und Gale sich draußen in der Wildnis begegnet sind, sind sie unzertrennlich. Gut möglich, dass du Rara überzeugen musst, dass Gale mit uns kommen darf. Viel Glück, 7-6. Kriegen wir hin. Das NPC-Gesprächskomplott erinnert mich etwas an Oblivion. Ist Gale bei dem Job dabei oder nicht? Von der Schippe. Von Foundation auf die Lauer. Bedankt sich jemand bei mir. Überfallen. Nette Beute machen. Ja. Hey, Gale! So viele Menschen machen mir Kopfweh. Komm schon, wir brauchen den vierten Mann. Was willst du hier sonst machen? Gale brauchen Hilfe. Keine Zeit für Reden mit Neulingen. Du weggehen, dummer Mensch. Guck mal, Gale hat eine Schürze mit Rara und ein Herz. Och, das ist nicht süß. Oh, warte mal. Charisma 8, das wäre lustig. Ich hätt's gern. Du, Rara, niemals wehtun. Nein, ich doch nicht. Chill mal. Ich suche nur nach Charisma. Ich glaube, wir haben da haben wir letztes Mal schon geschaut, ne? Da hatten wir nichts. Wir haben alles, nur kein Charisma. So viele Menschen. Ja, 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 mir auch. So. Du wieder? Schauen wir mal, ob die Karte reicht. Mal gucken. Du wieder?
Du weggehen, wenn Gale nicht helfen. Nö, reicht nicht, aber macht nix. Hey, beruhig dich, was ist los? Beruhigen? Du, Gale, keine Befehle geben. Gale, dir Befehle geben. Gale, sein größer, stärker. Du, sein wie die anderen. Keiner wirklich wollen Gale helfen. Keiner haben Zeit. Aber Gale wissen, dass nicht stimmen. Gale wütend, sie das sehen, sie wegbleiben, Gale ignorieren. Ich sage helfen, sie sagen, Gale kann selber helfen, aber sie nicht hören. Gale wollen Menschen nicht zerquetschen, aber bald werden, wenn keiner helfen, dann sie vielleicht zuhören. Gale ganz schön sauer. Vielleicht würden sie helfen, wenn du nicht so wütend wärst. Nein, das macht keinen Sinn. Gale nicht so wütend, wenn sie helfen. Vielleicht Gale hier doch sein, die Schlaue. Ich erkläre ein Problem. Sie weg sein, andere nicht verstehen. Sie sagen beruhigen, nicht brüllen, nicht werfen, nicht Arm brechen. Aber keiner hören zu, keiner helfen. Einer sagen, Gale vielleicht hungrig sein, also sie Fleisch geben. Gale wollen kein Fleisch, nicht jetzt. Gale wollen Hilfe. Das Gale brüllen machen. Ja, ja. Vor allem das mit dem Armbrechen hat mich überzeugt. Pass auf, Gale. Du hast recht. Ich helfe dir. Das besser. Gale haben recht. Endlich, du verstehen. Das sei gut. Du, Gale, helfen, sie zu finden. Na klar, Gale. Sag mir einfach, was ich machen muss. Rara finden. Rara in Gefahr sein. Du sie holen. Ich sage, du bist ein Idiot, du Idiot. Okay, was ist mit Rara passiert? Gale und Rara spielten bei Schmutzwasserort Verstecken. Ich sehen was, was du nicht sehen. Und fangen. Rara immer bringen Lieblingskuscheltier. Wenn wir spielen, etwas stehlen Raras Kuscheltier. Also Rara jagen. Ich Rara jagen. Aber Viech laufen Stein hoch und in Rohr, so wie Rara. Rara kommen nicht heraus. Ihr also etwas Schlimmes zugestoßen sein? Gale so traurig und wütend sein, falls etwas Schlimmes Rara zugestoßen. Okay, vergeuden wir keine Zeit. Sag mir, wo sie ist und wie ich sie retten kann. Rara kriechen in Rohr von großem Stahlort. Aber Gale zu groß, darum du zu Rara gehen müssen. Gale warten und rufen Rara, aber Rara kommen nicht zurück, also Gale besorgt. Gale kommen zurück für Hilfe, damit Menschen Rara aus Rohr holen, aber keiner hören, außer dir. Jetzt du gehen zu Rohr und Rara holen. Das leicht sein, wenn so klein und schwach wie du. Natürlich, natürlich. Na klar, ich gehe zu Grafton Steel und versuche Rara zu finden, du kannst dich auf mich verlassen. Gut, eine Sache noch sein. Wenn du nett zu Rara und sie dich mögen, sie gut sein und dir helfen. Wenn sie dich nicht mögen, sie machen schwer für dich. Rara lieben Gale, also leben einfach. Du aber fremd sein, darauf achten. Jetzt natürlich. Gehen, schnell! Now go, hurry. Nicht im herumwandern und dumme Sachen machen, wenn kleines Kind in Gefahr. Okay, bin schon so gut wie unterwegs, Gale. Ich schaff das. Irgendwie. Auch ein schönes Bild. Ein sehr schönes Bild. Ich glaube, diese Quest wird unsere Nerven ein bisschen strapazieren. Habe ich so eine leise Befürchtung. Aber wir nett zu Rara sein. Wir haben versprochen.
Vom... Gehen wir vom Bergwerk aus? Nee, oder? Wir gehen von der Highschool aus, würde ich sagen. Wackeln wir hier hoch zum Damm. Richtung Grafton Steel. Und dort suchen wir die Rara. Ach, so schön friedlich die Musik hier. Toll. Warum liegt hier ein Spielzeug-Alien? Meiner. Der gehört jetzt mir. Okay, wir müssen dieser Straße hier folgen. Auf dem Weg sollte uns nicht viel Schlimmes zustoßen, denke ich. Bei Grafton Steel wird es dann ein bisschen kritisch, aber das kriegen wir hin. Das wird spannend, aber wir kriegen es hin. Hoffentlich. Die Quest ist auch gar nicht ohne, die habe ich als sehr schwierig in Erinnerung. Wobei ich sagen muss, durch dieses Update... Ey. Durch dieses Update ist alles gefühlt ein bisschen leichter geworden. Oh, wer hat das Licht ausgemacht? Du gehst mir langsam wirklich auf den Sack. Wolverine. Also ich finde, dieses One Wasteland Update hat das Spiel tatsächlich ein bisschen leichter gemacht in der Questreihe. Ist aber nur so ein Gefühl. Belegen kann ich es nicht. Aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass das früher schwieriger war alles. Wissen tue ich es aber natürlich nicht. Kann auch sein, ich hatte früher weniger Erfahrung beim ersten Durchgang. Jetzt haben wir natürlich auch einen relativ gut abgestimmten Bild, sage ich jetzt mal. Das kann natürlich der Grund sein. Ich würde jetzt ganz ungern hier an diesem Damm vorbeigehen. Schauen wir mal, ob wir uns hier so durchschlagen können durch die Wildnis. Ja. Kriegen wir hin. Sehr schön. Die Werkstatt wollen wir natürlich nicht. Allgemein, Grafton Steel kann ich einfach nicht empfehlen. Da bist du erstmal eine halbe Stunde am Ballern und irgendwie hast du echt nicht viel davon. Kann mich jemand hören? Nein. Ich bin mir da nie ganz sicher. Ja. Hier spricht der Bürgermeister von Grafton. Es wurde gemeldet, dass Fässer mit toxischer Schlacke im See schwimmen. Sehr unschön. Ja. Also beseitigen Sie sie. Oder sorgen Sie wenigstens dafür, dass niemand sie sieht. Ich gehe mal rein. Ich wurde bei meinem ersten Durchlauf nicht als von Random Events, also Horden von Gegnern unterwegs, überrascht. Tja, ne? So kann es laufen. Alternativ kannst du auch einfach hier so schön durchlaufen, wie ich das mache. Das wird knallhart hier drin, ich sag's euch. Achtung, mir. Ach Gott, ja. Jetzt eine Gefechtszone. Nähern Sie sich drohenden Verletzungen bis hin zum Tod, wenn Sie in diesem Gebiet bleiben. Dieser Hinweis ist gesetzlich. Boah, ich hasse die. Fehlalarm. Kampfbereitschaft einstellen. Fehlalarm. Kampfbereitschaft einstellen. Er hat mich noch nicht gesehen. Töten. Jawohl, wir haben ihn. Töten.
beide Arme abgeschossen und ihn umgebracht. Das ist doch wunderbar. Genau so sollte es laufen. Oh, mir graust vor dieser Quest. Das ist eine sehr nervtötende Geschichte hier. Aber wir kriegen es hin. Ich bin wie immer guter Dinge. Immer positiv bleiben. Machen Sie keine so positiv es halt geht. Fluchtversuche, Gesetzesbrecher. So positiv es nur irgendwie geht. Zweiter Arm ab. Und jetzt will er explodieren. Da fliegt er, der kleine Bub. Ist er nicht süß? Hihi. Okay. Aua. Kleiner Mieser. Und auch er geht in den Selbstmordmodus. Und gleich macht's. Boom! Hui! Da fliegen die Roboter. Das Wetter wird schön. Wenn die Dinger tief fliegen. Mist. Feindliches Ziel identifiziert. Sobald man denen die Arme abschießt, gehen sie in den Selbstmordmodus. Weil sie sich quasi nicht mehr wehren können. Und dann macht's Puff. Oh, ich hab Rara gehört. Finde ich übrigens eine coole Mechanik. Na, also sobald du denen die Waffen quasi wegballerst, fliegen sie in die Luft. Gehen sie automatisch in den Selbstzerstörungsmodus. Oh, wir haben einen Zigarettenautomaten-Bauplan bekommen. Das ist ja prima. Dankeschön. So. Schauen wir hier kurz mal. Scharfschützengewehr, Laser. Ja, ja, ja. Sag ich nicht nein. Bier. Terpentin, Schlosserhammer. Was haben wir hier noch? Aha, da hat jemand wieder heimlich geraucht. Ich wette, es war der hier. Und gucke mal, da haben wir sie ja, die Rara. Ich würde gerne ein Foto von dir machen, Kind. Liebes Kind, liebes Nervekind, ich möchte ein Foto von dir. Dankeschön. So. Du bist die Fremde, die mit Mac gesprochen hat. Hast du die Robos getötet? Ich konnte nicht raus, weil die Robos mich getötet hätten. Hast du sie getötet? Mein Motto lautet: Töten, töten, töten. Ich bin hier, um dir zu helfen. Gut. Wo ist Gail? Ich will zu ihr. Ist sie bei dir? Warum ist Gail nicht hier? Warum hat sie dich geschickt? Du bist nicht groß und stark wie Gail. Du bist schwach und langweilig. Oh, okay, aber Gail würde mir zuerst helfen, Zimti zu finden. Bist du wie Gail? Ich gehe erst, wenn ich Zimti habe. Da sind Roboter. Alleine schaffe ich es nicht. Ich habe es versucht, aber die Robos wollten mich fangen. Na dann, finden wir Zimti. Bist du sicher, dass du das kannst? Gail ist groß und nett und super und stark. Und du? Bist du? Ja. Es fällt mir sehr schwer, freundlich zu bleiben. Wir werden ihn finden, versprochen. Keine Sorge.
Juhu! Scheißkind. Ich wusste, du würdest helfen. Ich rette dich, Zimti. Wir werden meinen Zimti finden und vielleicht auch eine Knarre. Dann töten wir Robus. Kille, kille, kille. Töten, töten, dann töten. Gibt es einen mit der Zwille. Töten, töten, töten. Und nur? Was ist los? Warum können wir nicht durch die Tür? Ist sie für immer zu? Ja, wir müssen leider zurückgehen. Tut mir leid. Bin mir nicht sicher, was ich tun soll. Wie wäre es, wenn ich durch diesen Schacht in den Raum krieche? Hab ich schon mal gemacht. Nicht hier, woanders. Außer einmal, da ist der Schacht eingestürzt, als ich durchkrabbelte. Alle dachten, ich sei verletzt. War ich aber nicht. Na, das ist schön. Na, dann sei vorsichtig, das wird gefährlich. Mach dir keine Sorgen. Mein zweiter Vorname ist gefährlich. Hey, meine ist Schleichen. Eigentlich weiß ich meinen zweiten Vornamen nicht. Aber jetzt ist er gefährlich. Fehlt nur noch ein Nachname. Rara, gefährlich, nerv nicht, du Kind. Mistkind, wollte ich sagen. Na, tschüss, ne? Ja. Adios, Rara. Adios. Nicht den roten Knopf drücken! Da steht Security dran. Was das wohl macht? Nein! Nein! Rara! Du Mistkind! Ich hasse dich! Versuch macht alles nur noch schlimmer für sie. Töten. 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 Das ist feindliches Ziel. Ra, ra! Ich hasse dich! Oh, weg hier! Ah! Hilfe! Oh, damn it! Ah, es ist schön, die in die Luft fliegen zu lassen. Das ist einfach toll. Gegner, die mitleveln, sind irgendwie nett. Gruß an Funcom. Ich richt's aus. Na, Rara, das hat ja gehörig viel Spaß gemacht. Können wir mit noch mehr Spaß bitte weitermachen? Ich will auch mal drücken. Schade, bei mir passiert nichts. Das ist ja doof. Das war lustig. Ich habe auf den Schalter gedrückt und dann sind mir Robos zum Spielen gekommen und du hast sie getötet. Ach, wie gerne. Aber wir müssen nett sein. Wir müssen nett sein. War irgendwie witzig, ja. Aber warum denn? Gründe. Sorry. Ich dachte, du tötest gerne Robus. Nein. Sorry, ich vergesse ständig, dass du nicht Gale bist. Ja. Sie hätte es lustig gefunden. Sie tötet gerne Robus. Sie kann alle besiegen. Ich werde besser aufpassen. Dankeschön, Rara. Sehr freundlich.